Alter, groß, richtig groß. Also locker. So drei ein Meter, dicker vier Schwanz, Meter. So ein dicker Schwanz. Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zipperlein. Heute etwas Spezielles, denn wir sind in... In Mexiko. Und was machen wir jetzt? Jetzt, lieber Martin, nachdem du mir gestern so viel gezeigt hast, werde ich dir mal ein bisschen was zeigen. Und ja, du wirst aber mal sehen, wie das so läuft, wenn man so ein bisschen ein klassischer Touri ist. Touri-Kameras am Start, von mir aus kann es losgehen. Lieber Martin, gestern haben wir ja schon ein paar interessante und wilde Tiere gesehen. Doch jetzt willst du mal noch eine Nummer heftiger. Lust auf Krokodile? Si. Lust auf fette Quallen? Si. Lust auf Riesenfische? Si. Und riesenkrasse wilde Vögel? Si. Dann los geht's. So, querido Martin, nos ahora estamos aquí en este barco. Sí, sí, sí. Por favor, lasse mich aussprechen. Nos estamos ahora en este barco y vamos a ver grandes crocodilos con una boca muy grande. Mucho, mucho cojones, ¿eh? Sí, sí. Un esmance muy grande. Oh. Ay, 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 ay. Es muy rápido. Wenn ich rückwärts fahre, wird mir schlecht, Freunde. Tja, wir haben es. Mari, mein Freund, siehst du das da? Ja. Das ist eine Ruine eines Maya-Tempels. Die Mayas, eines der drei großen, hochentwickelten Kulturen hier in Amerika, neben den Inkas und den Azteken. Und diesen kleinen Tempel haben die gebaut, um die Wassergötter zu ehren. Geil. Die haben gut gebaut, steht immer noch. Hammer. Geil. Sehr gute Konstruktion, wie dein Shelter ungefähr. Ja, das stimmt. Geiles Ding. Foto wert. Foto. Das ist geil. Da ist eine Seko. Mann, hat die direkt vor uns. Unglaublich. Oh, die sieht. Lieber Martin, hast du das gesehen? Ja. Ich habe ein Bild, ich habe ein Video. Geil. Ich habe eine Seko live in Natura gesehen. Das ist krass. Die steht immer noch direkt unter uns hier. Das ist so geil, so faszinierend. Muss man erlebt haben. Ja, Wahnsinn. Die Luft anhalten können, ne? Ja. Aber es hat sich gelohnt, oder? Absolut. Wirklich beeindruckend. Richtig große Tiere. Martin. Wir haben los Alligator. Martin, hast du dieses Riesenviech gesehen? Alter, groß. Richtig groß. Also locker. So drei Meter, vier Meter. Schwanz. So ein dicker Schwanz. Richtig, richtiger Brocken. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt, gut, dass wir gestern gedreht haben, dass ich das nicht heute, also andersrum gesehen habe, weil wir sind da durch den Dschungel gelaufen, wenn da so ein, also Abbruch. Oh, ich krieg gerade Gänsehaut. Aber mega beeindruckend, nichtsdestotrotz. Also eins weiß ich genau, ich werde das nächste Mal noch langsamer durch den Dschungel laufen. Ich habe ein bisschen Angst vor Alligators. Oh. So, jetzt haben wir ein paar wilde Tiere gesehen, das war wirklich sehr, sehr gut. Jetzt wieder ein bisschen Kultur auf dem Programm. Der kleine Tempel im Wasser, das war der Vorgeschmack. Jetzt werden wir uns richtig fette, große Maya-Tempelanlagen und Maya-Ruinen angucken. Hast du Lust auf Kultur? Auf jeden Fall, los geht's! Ja! Kannst du dir das vorstellen, vor Tausenden von Jahren, dass hier alles belebt war, dass die Zeremonien abgehalten wurden, dass die Könige geehrt wurden und was weiß ich? Eine Vorstellung. Ja, aber so richtig raffen tue ich das nicht, das ist krass. Also wenn Steine reden könnten, wäre das absolut der Wahnsinn. Wir hatten ja gerade diesen Ausblick aufs Meer. Ich war halt so im Gedanken zu sagen, okay, die haben halt für alles einen Gott und der wird halt überall gehuldigt. Und hier halt, was war das, was du sagst? Gott des... Gott des Windes. Ja. Dort drüben Gott der Dekoration. Also für alles Mögliche gab es einen Gott. Aber krass. Wunderschön, wunderbar. Ja. Ich habe noch ein bisschen mit dem Wetter gerade zu tun, merke ich. Mich bämmt es richtig weg, weil hier ist auch nirgendwo Schatten. Also muss ich quasi offen laufen, aber die Städte an sich, mega krass. Ja, Martin, die Bauarbeiten bei diesen Temperaturen damals, krass, oder? ich glaube, hier war eine Eiszeit oder so. Ganz ehrlich, ich glaube, es war eine Eiszeit, weil das hallo? Ich würde hier einen Stein setzen, dann würde ich umfallen. Aber schon ein richtig geiler Spot. Hey, erinnert dich das an was? Oh mein Gott. Runterholen? Die darfst du nicht, das ist eine heilige Stätte. Ja, okay, gut, aber ich bräuchte jetzt ein bisschen Kokosnusswasser. Ja. Martin, das war super schön, super interessant. Ich glaube, es ist aber wieder mal an der Zeit für eine Challenge. Sowas wie eine Challenge. Hättest du Bock? Auf jeden Fall. Alle Frage ist hell, natürlich. Martin, ich habe gehört, du isst alles. Richtig? Ich sage jetzt nicht ja, weil das könnte mir zum Verhängnis werden. Aber ja. Dann lass uns mal schauen, ob es hier irgendwie was Exotisches gibt, was wir mal probieren können. Alles klar, ich bin dabei. Los. Ich beiß doch jetzt nicht in dieses Auge, Alter. Guck mal. Ich habe echt schon viel Scheiße gefressen. Ganz ehrlich. Aber guck mal, Augapfel. Jetzt habe ich einen Augapfel komplett. Alter, du siehst noch den Sehnerv.
Guck dir das an, wie das hier raushängt.